chiesto cosa avete pensato quando avete sentito che esiste una signora che da 14 anni vive senza soldi. Io ho provato stupore e ammirazione perché non credevo che si potesse riuscire a vivere senza soldi. Sono stato molto contento perché secondo me era una persona coraggiosa da cui prendere esempio. Ich habe alle Sachen gehabt, die man braucht, einen Haushalt. Ich habe auch zwei Kinder großgezogen und trotzdem habe ich es alles weggegeben, weil ich gedacht habe, ich will ein Experiment machen. Volevo sapere qual è la reazione delle persone quando lei dice che vive una vita senza soldi. Sono sorpresi o cosa? Manchmal sagen die Leute, und was machen Sie, wenn Sie alt sind? Dann sage ich, ich bin doch schon alt und mir macht es Spaß, so zu leben. Andere Leute in meinem Alter, die freuen sich, wenn sie irgendwo in ihrem Gärtchen sitzen können und ich bin halt gerne unterwegs. Volevo sapere che cosa pensa la sua famiglia di questa sua idea. Meine Kinder haben sich am Anfang Sorgen gemacht und meine Freunde auch. I suoi figli si sono un po' spaventati su questa cosa e si sono fatti un po' di problemi anche i suoi amici. Und die haben gedacht, na irgendwann wird sie vernünftig. E hanno pensato che prima o poi ci ripenserà. Aber jetzt sehen die, dass das, was ich mache, Hand und Fuß hat und sie unterstützen mich ideell. Also mit Gedanken, e nicht mit Geld. La supportano moralmente. La sostengono. La mia impressione è stata negativa. Secondo me questa persona crede di non usare i soldi, di non poter non usare i soldi della vita, nella vita, ma di fatto usa quelli degli altri. Io non esprimo altro giudizio. Beh, secondo me forse si potrebbe vivere anche senza soldi, però tempo fa. Adesso con internet e tutto bisogna per forza avere i soldi per pagare. In Zeiten der Wirtschaftskrise haben es viele Familien schwer, mit ihrem Einkommen über den Monat zu kommen. Ein Leben ohne Geld kann sich kaum jemand von uns vorstellen. Heidemarie Schwärmer lebt aber ohne Geld, ganz freiwillig, wie sie sagt, und ist trotzdem glücklich. Man stellt sich auch die Frage, wo esse ich, wo schlafe ich, wer zahlt die Strom- und Telefonrechnung? Ja, erstmal, ich habe ja keine eigene Wohnung mehr. Das war das Erste, was ich aufgelöst habe. Und ich wohne meistens bei Leuten mit. Ich habe ein Jahr lang Häuser gehütet. Im Moment wohne ich mit und versuche, meine Ideen überall, wo ich bin, zu verbreiten. Und das hat gar nichts mit Geld oder ohne Geld oder so zu tun, sondern wie will ich wirklich leben? Was ist meine Aufgabe hier auf der Erde? So wie es jetzt ist, geht es natürlich nicht. Das wissen auch die meisten inzwischen. Mein Ziel ist es ja, dass andere Leute da auch mitspielen. Also im Moment ist es nicht mein Ziel zu sagen, packt jetzt alle das Geld weg. Aber Wege zu zeigen, wie können wir irgendwie zusammen dahin kommen, dass das Leben leichter wird. Das ist sowas wie Greenpeace und macht einen Workshop mit, der heißt Ohne Geld durch die Welt. Ja. Und wir tauschen jetzt so rum und wir wollten fragen, ob Sie vielleicht diesen Bleistift gegen irgendwas von Ihren Sachen tauschen würden. Ja, gerne. Gegen vielleicht eine leckere Birne und eine Pflaume.
Gerne. Ja? Cool, danke. Gerne. Okay. Tschüss. Tschüss. Ja, schönen Tag noch. Wir versuchen eine Woche lang ohne Geld zu leben. Danke. Wir haben einen Raum, wir haben eine Küche und Toiletten und alles andere müssen wir uns ertauschen. Heidemarie hatte mal die Idee mitgebracht. Inzwischen führen wir dieses Projekt seit 8 Jahren erfolgreich durch. Und wir machen uns zusammen Gedanken, was macht eigentlich das Geld mit uns? Dann kriegen Sie von mir eine Geschenke. Nee, das ist aber doof, weil... Warum doof? Weil dann fühlen wir uns so wie... Akzeptieren Schnau- Sie keine Geschenke? Dann schenke ich Ihnen das. Ja, wir tauschen Geschenke. Okay. Ja? Was möchten Sie als Geschenk? Was schenken Sie uns denn? Was Sie möchten. Was Sie möchten. So, das ist braun, glaube ich. Genau, ja. Ja, cool. Gibt's ganz rot? Ja, hier. Ganz ja. Rot, ja. Okay, ich schenke Ihnen das. Oh, danke schön. Heute ist das mit Klumbloch Olivenöl zu Hause. Oh, danke schön. Ja. Oh, ja, 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 ja. Erzähl mal, wie habt ihr das denn gemacht? Mit einem kleinen Bleistift losgegangen? Ja, genau. Und dann haben wir als erstes einen Fladen bekommen. Aber das ist so kompliziert. Zwischendurch hatten wir Krawatten und Nussknacker und Ehrenhüte und alles Mögliche. Ja. Als ich in Dortmund mit dem Tauschkreis angefangen habe, da haben wir am Sonntag immer einen Tauschrausch gemacht. Jeder brachte mit, was er nicht mehr brauchte, und dann kam es auf den Tisch und dann konnte man sich aussuchen, was man wollte. Es macht auch Spaß. Könntet ihr euch vorstellen, das in eure Schule machen könntet? Oder? Ich glaube, wenn man das in meiner Klasse machen würde und ein paar Leute wären richtig begeistert und ein paar andere würden sagen, seid ihr eigentlich bescheuert? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr euch schon mal darüber unterhalten habt, ob ihr euch vorstellen könntet, eine Welt ohne Geld. Ja, klar. Könnt ihr? Ja. Wie? Die meisten können das nicht. Doch, klar. Also ich würde mir eine Welt vorstellen, in der man noch nicht mehr tauschen muss, sondern in der man einfach absolut alles für andere tut, weil es die Freunde sind und so. Und weil man sich in einer Gesellschaft lebt, in der man sich gegenseitig hilft und so. Ich habe ja diesen Versuch schon 4-mal in meinem Leben gemacht. Als ich das erste Mal Lehrerin war, habe ich gesagt, so möchte ich nicht bis ans Ende meiner Tage leben und habe meine Sachen verkauft und bin ja dann nach Südamerika gefahren. Also ich habe es wirklich, ich glaube, 4-mal versucht. Und jetzt bin ich genau da, wo ich sein wollte. Montag wird es wahrscheinlich gar nicht. Also da muss ich auch noch Cornelia anrufen. Wenn, dann würden wir am Sonntag kommen. Aber das weiß ich auch noch nicht, ob es nicht weit zu weit ist. Wir leben ja auch in einer Überflussgesellschaft und das kommt mir zugute. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ihr müsst alle so viel leben wie ich. Es ist normal, dass man jetzt zum Beispiel zu Hause einen Fernseher hat und all sowas. Und das einfach alles aufzugeben, das stelle ich mir schon ein bisschen schwer vor. Also. Wie war die genaue Ausgangssituation, in die Sie sozusagen in dieses Leben ohne Geld reingegangen sind? Hatten Sie vorher ein Haus oder haben Sie in einer Wohnung gewesen? Ja. Und die haben Sie dann gekündigt und sind... Ich habe gekündigt, als eine Frau nach Amerika wollte für 3 Monate, habe ich gesagt, so, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt mache ich es. Und sie wollte, dass ich in ihrer Wohnung wohne in den 3 Monaten. Ja, dann habe ich das gemacht. Was haben Sie eigentlich davon behalten? Oder haben Sie überhaupt irgendwas behalten? Alles verschenkt und es ging ganz einfach. Alles, alles. Also als meine Wohnung leer war, da bin ich rumgesprungen und habe mich gefreut. Ich meine, das könnt ihr natürlich nicht verstehen, weil ihr wollt ja erstmal anschaffen. Ihr seid ja ganz woanders, steht ja ganz woanders als ich. Ne? Aber ich fand das einfach, diesen ganzen Ballast weg, war toll. Ja. Ich kann mir das bei Ihnen eigentlich ganz gut vorstellen, wie Sie so leben. Aber können Sie sich denn vorstellen, dass die ganze Welt so funktionieren könnte? Wenn es so bliebe, wie es jetzt ist, also dass die Menschen gierig sind und haben wollen und ja denken, dass je mehr man besitzt, desto besser ist man angesehen. Ne? Also solange das noch so ist, da nützt es gar nicht. Ich glaube ja, dass es krachen wird, das System. Also noch mehr als schon letztes Jahr.
Es muss schon sich was verändern. Und wir haben jetzt Zeit, damit anzufangen. Und darum renne ich immer rum und erzähle den Leuten, fang doch schon mal an. Dann Kartoffeln, ne? Kartoffeln auf jeden Fall. Und die Himbeeren, ne, Himbeeren, wir haben genug Erdbeeren dann. Wie war das eigentlich für dich, als ich das erste Mal hier auftauchte, ohne Geld? Das habe ich dich eigentlich noch nie gefragt. Wie war das für dich? Hast gedacht? Ich finde es schon spannend, was du machst. Und die Idee finde ich auch gut, aber ich bin an einem ganz anderen Punkt. Also ich bewundere das, aber ohne Geld leben, das... Das habe ich aber auch nie dir irgendwie einsuggeriert, dass du das solltest. Mhm. Aber, aber mich ein bisschen freier davon zu machen, das ist schon bei mir angekommen. Du öffnest immer dein Haus für mich. Ich kann kommen und habe auch das Gefühl, ich bin hier nicht überflüssig. Ich freue mich auch, wenn du hier bist. Also es ist für mich auch immer eine Bereicherung und ich bin auch offen für Neues. Du siehst auch, dass die Welt, so wie sie jetzt ist, eigentlich eine andere Richtung braucht. Ja, weil ganz viel Angst da ist. Ich kenne meine eigene Angst und ich spüre die Angst der Menschen, mit denen ich arbeite. Wovor Angst jetzt, meinst du? Lebensangst, Existenzängste, Sicherheitsdenken. Stimmt, das habe ich letztes Mal, glaube ich, irgendwie nur von innen gemacht. Für viele Menschen ist es so, dass sie denken, ich führe doch ein umständliches Leben. Ich müsste mich doch um alles, wer weiß wie, kümmern. Und ich muss mich um nichts kümmern. Also mit jedem Schritt, den ich mache im Loslassen, habe ich eine größere Freiheit. Meistens bleibe ich eine Woche in einem Haus. Na, dann kommt da ein Vortrag und da kommt eine Beratung oder so. Und dann muss ich halt reisen. Ne? Aber ich kriege ja meine Fahrkarten eigentlich immer ersetzt. Ich habe 11 Jahre ganz konsequent ohne Geld gelebt. Aber ich bin ein bisschen lockerer geworden. So könnte man sagen. Ich bin keine Aussteigerin, nur eine Umsteigerin. Ich verschenke meine Rente. Manchmal brauche ich etwas für meine Reisen. Dann benutze ich schon mal etwas Geld, aber sonst brauche ich kein Geld. So, sag mal, welche Seite? Die Seite und die Seite. Die Seite und die, alle. Die und die. Ja, und werden alle Seiten geschlickert. Ich habe vor vielen Jahren ein Interview gehört im Radio mit Heidemarie. Und
Das hat mir also so gefallen, da habe ich gedacht, die Frau muss ich kennenlernen. Ich habe ihr dann einen Brief geschrieben. Und seitdem ist Heidemarie eigentlich regelmäßig hier gewesen. Wenn sie hier in der Nähe ist, dann kommt sie immer für ein paar Tage hierher. Also ich habe Heidemarie vor 10 Jahren kennengelernt. Sie hat mein Leben immer wieder beeinflusst. Und dann erzählte Heidemarie mir von der Idee, dass ich eine Woche mit wildfremden Frauen zusammen dieses Experiment mache. Wir können es ja so machen, dass du erst was sagst. Ne? Du kommst rein und sagst zu der Frau etwas, du fragst sie oder möchtest du nicht? Also ich kann es auch. Ist das okay? Einen schönen Hallo, guten Tag. Ja, wir wollten fragen, ob sie eventuell Brot, was hier übrig ist, ob sie das uns geben würden. Also es geht darum, dass wir eine Aktion jetzt machen. Wir machen eine Woche lang, wollen wir ohne Geld leben. Aber wir würden natürlich auch Gegenleistungen anbieten. Das heißt also, wenn Sie jetzt irgendwelche Aktionen haben, dass wir irgendwie was für Sie verteilen können oder irgendeine Aktion, dass wir jetzt auch Ihnen Hilfe anbieten können, wären wir natürlich auch gerne bereit dazu. Und wir haben hier einen Flyer, da können Sie sich das mal in Ruhe durchlesen oder so. Das ist kein Problem. Das ist ja cool. Super. Und haben Sie schon eine Idee, wie wir Ihnen helfen können oder so? Ich wüsste jetzt nichts. Dann machen wir das so, wenn Sie uns das mitgeben, dann kommen wir wieder nachfragen. Und nein, wenn Sie dann eine Idee haben, dass wir irgendwo Kisten irgendwo hinräumen können oder irgendwie was. Wir sind vier starke Frauen. Wir machen das gerne. Oder den Laden putzen oder ein Brötchen austragen oder so, was es auch sei. Na, ist vorgekommen und war offen und hat ganz schnell Ja gesagt. Ja. Ne? Weltoffen, Hauptsache, ich, ne? Wir verhungern nicht. Ne? Nein, ich denke ja. Generell. Schließen wir das mal durch. Also auf jeden Fall können wir da noch mal drüber reden. Die vielleicht abgelaufen sind, die sie dann nicht verkaufen können, wo sie dann aber sagen, die können wir noch essen oder wir sagen, die können wir noch essen oder so, sind wir offen für. Wir sind da ganz kreativ. Vielleicht können wir ja irgendeine Möglichkeit finden, wie wir hier vielleicht nützlich sein können. Also ich zum Beispiel, ich kann energetisches Heilen, ich kann Yoga. Die Damen haben kein Geld, also haben kein Geld mit, möchten aber trotzdem unser schönes Bad nutzen. Da habe ich keine Idee. Ich würde sagen, der richtige Ansprechpartner für Sie ist unser Geschäftsführer, der Herr Galland von der Kur und Tourismus. Hast ja auch ihn gesagt, jetzt bestimmt anrufen und vorwarnen, 100%. Da kommen ein paar verrückte Frauen. Der wird jetzt sofort abschließen. Ach nö, das glaube ich ja jetzt nicht. Was könnten wir Ihnen denn anbieten und haben da eine Liste zusammengestellt? Was ist denn der Körperzellenrock? Das ist so ein Lied, also das geht durch alle Medien im Moment. Da singen Leute einfach, jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Zelle meines Körpers ist froh. Und dann kommt, jede Zelle an jeder Stelle, jede Zelle ist voll gut drauf. Und das macht die Leute richtig beschwingt. Das macht man in Bädern, das macht man in solchen Orten. Ich denke mal, das sind ja auch nur wenige Einzelaktionen gewesen, aber haben insgesamt eine große Bewusstseinsveränderung gebracht. Es geht hier nicht darum, dass du jetzt irgendwie ein belegtes Brötchen kriegst, dass du jetzt gerade mal eben schnell satt bist, sondern es geht ja um was Grundsätzliches. Ich werde ja so oft eingeladen, wisst ihr ja, und dann fragen die Leute, ja, was kann ich denn tun? Und ich weiß immer nicht so richtig. Ich sage immer, ja, ist ja dein Leben und du musst schon deins machen. Mich kopieren geht auf keinen Fall, aber irgendwas möchten sie dann anfangen. Ne? Und dann könnte man ja auch mal vorschlagen, ja, mach doch einfach mal sowas. Ne? Es ist ja, also einfach, um in dieses Gefühl zu kommen, wie geht's mir dabei, wenn ich jetzt mal raus aus diesen festen Strukturen in etwas Neues hineingehen. Tag. Hallo. Wir wussten jetzt nicht, machen Sie um 1 zu oder um 12:30 und jetzt sind wir gerast. Nee, wir machen um 1 zu. Sie machen um 1 zu. Und Sie dürfen schon von hinten anfangen. Okay, mach ich. Thomas, er geht gleich mit Ihnen hinter, ne? Für uns hat sich das Leben dadurch sowieso ganz stark verändert, weil ich habe das halt von meinem Vater übernommen. Also so ganz gerne wollten Sie es nicht, oder doch?
Doch, ja, aber was das halt alles so mit sich zieht, das ist einem halt im Vorfeld nicht unbedingt bewusst. Ja, ja, ja. Na, man sagt zwar schon, ja, ja, aber da leidet halt doch alles drunter, das ganze Familienleben und... Und wie finden Sie das, wenn ich hier einfach ankomme und putz? Ja, ich weiß. Bisschen doof? Nö. Aber? Wenn Sie damit über die Runden kommen... Machen Sie das nur so als Experiment oder? Ich lebe seit 13 Jahren ohne Geld und ich bin Therapeutin und war Lehrerin. Aber mir ist es eben wichtig, das auch nochmal so zu betonen. Also ich mache es, weil ich einfach das Gefühl habe, das, was wir jetzt haben, so geht das nicht. Ne? So wie Sie jetzt erzählen, Sie müssen immer arbeiten und andere haben nichts. Ja gut, das ist ja... Und da möchte ich einfach was anderes dagegen setzen. Ich sage, ich möchte weg von der Konkurrenz hin zu dem Miteinander. Leben Sie stressfrei? Absolut. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil, ist einfach so, ja. Ja, ich lebe stressfrei. Frei und stressfrei. Das ist aber ich meine, so wie ich das jetzt mache, das könnten natürlich nicht alle. So wie ich denke trotzdem, dass wir einen Staat ohne Geld haben könnten. Dass die Welt ohne Geld sein könnte. Ich würde mal sagen, so in den kleinen Bereich, ja, ist es möglich, aber jetzt im ganz großen Rahmen, ich weiß nicht, ob das so viele bereit wären, das so zu machen. Ja, 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 erstmal nicht, aber wenn es kracht, und es wird ja krachen. Und es wird nicht besser, ja. Für mich ist es klar, dass es krachen wird. Irgendwann. Mein Luxus besteht darin, zu sagen, ich habe alles, was ich brauche. Und mehr will ich nicht. Ich will nicht 20 Paar Schuhe. Ich will 3 Paar Schuhe. Ja. Ne? Ein Paar für innen, ein Paar zum Laufen und ein Paar vielleicht noch für fein oder so. Und schon bin ich zufrieden. So. Oh, ich danke Ihnen. Wenn Sie noch Bananen möchten, dann nehmen Sie sich noch was mit. Ja, also nicht alle. Sie behalten ja, Sie doch auch. Ich tue die am Montag eh weg dann. Ach so, ja, dann her damit. Tschüss und vielen Dank. Ja, alles klar. Tschüss. Ja, tschüss. Du hast ja durch deine Vorträge und so und durch diese Medienberichte hast du einen Bekanntheitsgrad. Ja? Genau. Und das macht es dir leichter, geldlos zu leben vielleicht. Ganz, ne? Oder? Ja. Deine Bekanntheit ist ja sowas wie eine Währung auch, oder? Währung weiß ich nicht. Oder kann also man das so sagen? Das wäre mir jetzt ein bisschen zu aufgesetzt. Klar, kannst du mich jetzt nicht mit einem anderen Obdachlosen vergleichen, weil der ist ja nicht bekannt und der wird nicht eingeladen, da sagen die Leute eher, komm du mir nicht ins Haus. Mhm. Na, das ist schon klar, dass da ein Unterschied ist. Ja. Na? Mhm. Aber es geht nicht so, gibst du mir, gib ich dir. Mhm. So, das nicht. Ja. Na, was gibst du? Ich denke gar nicht drüber nach. Also mir sagen ganz viele Menschen, wenn du da bist, dann fühle ich mich leicht im Leben. Und ich bin ja in meinem letzten Beruf Psychotherapeutin gewesen. Viele schreiben mir und sagen, dass du ohne Geld lebst, das bringt uns Mut, weil wir ja immer Angst haben, dass wir irgendwann in der Gosse landen. Genau. Es ist ganz, ganz schwierig rüberzubringen, was mir passiert ist in den letzten Jahren. Sie nageln mich immer fest, ja, wo schlafen Sie, was essen Sie und so. Es ist ein ganz großes Vertrauen, in das ich reingewachsen bin. Ich weiß, dass immer alles da ist, wie ich es gerade brauche. Wenn ich das Gefühl habe, das würde dieser Idee gut tun, dann mache ich das. Und es fällt mir nicht leicht. Also zum Beispiel Fernsehen ist für mich das Schlimmste. Ich lebe ohne Geld. Aber ohne Geld, genau, ich erst tauschen. Tauschen, teilen, mehr. Also ja, tauschen war nur ein Anfang.
Ja. Ah ja, nämlich ich habe gehört, Sie haben ganz viel Geld gekriegt. Und mir wurde gesagt, er weiß nicht, was er damit machen soll. Stimmt? Ich habe ein paar Tipps. Also das können wir nachher in der Sendung machen. Ja. Nein, das muss ich noch machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was in den Automobilwerte zum Beispiel Porsche gesetzt hat, die Aktie hat sich mittlerweile seit 4 Monaten, glaube ich, verdreifacht. Der niedrigste Stand war gerundet 25 und heute steht sie bei, muss ich mal gucken, bis ich mein iPhone rausholen. Aber ich glaube, die stand irgendwie kurz vor 60, also nicht ganz. Übrigens, das ist mein Gepäck. Ich weiß jetzt nicht, wer dafür zuständig ist. Mein Gepäck auf die Bühne zu schleppen. Sie wissen, dass wir da reingucken wollen, ne? Nicht da reingucken wollen. Wie? Sie wollen da reingucken? Ja. Ich kann eine ganze Zeit so leben, dass mir Leute sagen, du spinnst und du bist blöd und was weiß ich. Aber dann freue ich mich aber auch total, wenn ich dann plötzlich merke, oh, da sind welche, die haben es verstanden. Alte Marie Schwärmer ist bei uns. Kommt hier einfach. Die beiden haben sich auf einem Porsche-Sommerfest kennengelernt. Er, Unternehmer. Geld wird bald abgeschafft. Die meisten haben schon keins mehr. Für Heidemarie Schwärmer ist es kein alter Scherz, sondern eine ganz aktuelle Hoffnung für eine bessere Welt. Geld spielt keine Rolle, könnte Esan Dariani für den Rest seines Lebens sagen. Denn durch den Verkauf seines Internetportals StudiVZ wurde er zum Multimillionär. Alex, können wir diese Tasche und den Rucksack mal hier haben? Muss ich aber nicht auspacken, oder? Und in der Tasche ist das, was Sie zum Leben brauchen. Können wir mal kurz reingucken, dass die Menschen auch sehen, dass da nicht die Beute vom letzten Banküberfall drin ist, fein säuberlich nach 100ern und 50ern gestapelt. Darf ich helfen? Moment. Ja, also ich kann Ihnen schon mal so sagen, also es sind Pullover drin. Der Winter kommt. Der Winter kommt. Ne, eine dicke Socke. Ja, Socken sind drin. Schlafen Sie auch schon mal draußen? Nein. Nein, Sie sind ja nicht obdachlos. Ich bin nicht obdachlos. Wie machen Sie das denn? Ich glaube, das reicht jetzt. Was haben die Menschen davon, dass Sie sie ins Haus lassen? Ja, die freuen sich, wenn ich komme. Die kennen sagen, Sie doch noch gar nicht. Wie kommen Sie denn dahin? Also dahin auch trempeln ist es ja auch. Also wenn ich irgendwo eingeladen werde, schicken mir die Menschen ein auch Ticket. Noch. Ja, oh, das ist super. Wieso? Also wenn ich eingeladen werde, um etwas zu tun, meinetwegen Vortrag zu halten, ich halte viele Vorträge, ich mache im Moment genau das, was ich total gut finde. Aber wenn Sie Ihre Ideen mit einem Budget von 500.000 Euro, mit Flyern, Internetkampagnen, wie könnten Sie doch zig Millionen Leute viel stärker erreichen? Ja, aber, ja, vielleicht, aber mir geht es ja um das ohne Geld. Und darum, weil ich eben denke, dass eine Welt ohne Geld auch möglich ist, wenn wir andere Werte haben. Und diese Werte, darüber war jetzt noch nicht so viel die Rede. Ich bin für viele natürlich ein Protest, aber für viele bin ich auch eine Antwort. Ich glaube, das sind so kleine Samen, die ich verteile und vielleicht in 10 Jahren, sagt der eine oder andere, Mensch, die hat doch damals gesagt,
das und das. Ne? Also vielleicht braucht der Samen bei verschiedenen Menschen eben einfach länger. Schöne Zeit, ne? Ja, wünsche ich. Tschüss. Alles Gute da. Auch so, euch. Ne? Das ist gut. Spaß macht. Jo, tschüss. Und okay, und dann kommst du Sonntag irgendwann so in der Nacht, so um 11 oder so, ja, wieder? Spät abends, ne? Okay. Zwischen 13 vor die 10:30. Mhm. Okay, dann tschüss. Tschüss. Hier ist die Schüssel für den Salat. Hallo. Ui, jetzt bin ich noch gar nicht ganz fertig. Hallo, mein Mäuschen. Oh, zeig mal. Oh, das finde ich ja toll. Das hast du heute gemacht? Ja. Junge, das ist dein Opa in... Oh, dein Opa auch, entschuldige. Euer Opa. Da ist er 30 oder so. Oder 20. Mhm. Und das bin ich. Lustig. Wie alt bist du da? Da bin ich 12. Nee, oder? Warum? Was denkst du? Ich finde, du siehst da so aus wie 20 oder 40. Oh, 40. 20 oder 14. Okay. Das ist deine Großmutter. Warte mal. Groß-Uroma. Meine Mutter ist deine Uroma. Uroma. Urgroßmutter. Wir kamen als Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein, aber davor waren wir schon gutes Bürgertum. Also mein Vater hatte eine Kaffeerösterei. Wir hatten Kindermädchen, glaube einen Gärtner hatten wir auch. Also es war schon, wir waren schon gut situiert. Und dann kamen wir eben als Lumpenpack in dieses Dorf. Das war schon sehr, sehr große Armut. Also wir haben auch gehungert in der Zeit. Und dann zog mein Vater mit uns wieder in ein größeres Haus, wo er dann so eine Tabakfabrik aufgemacht hat. Ja, da waren wir natürlich wieder die Reichen und wurden deswegen verschrien. Also ich habe irgendwie in meinem Leben ging es immer darum, dass ich mich rechtfertigen musste, ob weil wir arm oder reich waren. Ganz eigenartig. Hast du nicht? Nee. Ja, guck mal, da kannst du doch schön üben. Die habe ich nämlich in einer Gib- und Nimm-Kiste gefunden. Dann habe ich gedacht, das ist doch was für Santo. Kannst ja üben, ne? Das ist das eine. Ich liebe meine Kinder sehr und die wissen das auch. Aber ich bin keine Kluckmutter oder wie man das nennt. Ich denke, wenn man Kinder großgezogen hat, dann kann man sie in die Welt entlassen und dann können die ihr Ding weitermachen. Ja. Zeig mal die Büchse. Oh ja, schon ganz schön nass. Merkt man schon. Aber ich kann ja gleich weitermachen und am Ende lege ich sie auf die Heizung. Oh ja. Hast ja noch mehr Hosen, ne? Viel mehr. Und denkst du, ich habe nur eine einzige Hose? Nee. Ich denke schon, dass du mehr hast. Aber weißt du was? Hast du nur eine einzige Hose? Nee, ich habe nicht viel. Ich habe 3 oder so. Dass ich zum Geburtstag wiederkomme. Auf jeden Fall. Vorher komme ich bestimmt auch noch mal. Vielleicht im Mai oder so. Ja. Ja, wir gehen da. Das ist ganz schön bei dir. Tschüss. Tschüss.
her? Jetzt erzähl mal, was war denn jetzt? Ich gehe jetzt einen Tag früher, als ich erst gesagt habe. Ich bin schon so oft hier gewesen, dass ich eben gedacht habe, sie weiß, wie mein Leben läuft. Und sie weiß aber auch, dass sie sich auf mich verlassen kann. Und nun ist das Drama oder das Problem. Ne? Und ich denke, also der Punkt ist es jetzt wirklich so, dieses plötzlich alle gehen und sie ist jetzt alleine in dem großen Haus. Vielleicht, ich glaube, da ist so das Thema. Ja, ja. Und das ist, du willst auf gerne da hinten hin, sie möchte gerne, dass du hier bleibst. Du bist vogelfrei, das ist ja das Besondere an deinem Leben. Ja. Und man kann nicht von dir erwarten, hey, ich hab dich so gerne, bleib bei mir. Ich will dich länger hier haben, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Und da ist der Punkt. Und hi. Hallo. Hallo, Helga. Willst du dich zu einem Moment zu uns setzen? Ja, ich weiß nicht, was macht ihr denn gerade? Wir suchen daran, dass wir jetzt alle in ein gutes Gefühl kommen. Ja, das ist schön. Ich brauche Verlässlichkeit. Für dich wäre es schwierig, so zu leben, wie ich jetzt lebe und noch schwieriger, wie Heidemarie lebt. Aber das ist ja das Andersartige bei uns in der Gruppe jetzt gewesen. Und genau darum geht's ja. Wenn ich Leute in mein Haus einlade, dann sind das für mich herzlich empfangene Gäste. Mhm. Und das auch von Anfang bis zum Ende. Und das braucht seinen Rahmen. Mhm. Was wäre... Und wir sind nicht bei dir und wir sind nicht bei Angela, sondern ihr seid hier bei mir. Schluss, ich lass dich in Ruhe. Du überlegst ja nochmal. Ich sag dir nur, ich hab dich total gerne und ich hab mich gefreut, dass wir so schön miteinander klargekommen sind die ganzen Jahre. Und ich würde mir ganz, ganz, ganz doll wünschen, dass es weitergeht. Früher hätte ich jetzt gesagt, ja, okay, okay, ich bleib. Aber das geht nicht mehr. Ich kann so nicht leben. Ich muss schon auf mich hören. Tschüss, nochmal. Okay. Haben wir noch Auto ist auf? Ja. Plätzchen. Tschüss, Helga. Bis tschüss. Bye. Ich habe das Buch auf Bestellung geschrieben. Der Verlag hat es bei mir bestellt und ich wollte es erst gar nicht schreiben. Ich habe ganz viele Lesereisen gemacht. Also das Buch hat schon viel bewirkt. Ach je. Wer war er? Ja, ich war da. Fantastisch, italienisch. Ich habe versucht zu lernen, aber ich habe alles wieder vergessen. Und danke für das, was Sie geschrieben haben. Gerne. Also ich fühle mich geehrt und respektiert, wenn die Leute das immer nicht verstehen, was ich will, dann ist das manchmal wirklich schon sehr frustrierend. Ne? Und das habe ich ja heute gar nicht. Fand ich schon schön, also wirklich. So we don't ask, we just take what we find. Yes. We look on the floor and say, oh, this is good. Okay. You think it's this salad? No. No, cabbages maybe. Oh.
We have fruit, a lot of fruit. A lot of fruit. What? An orange. Can take this? Ah, yeah. Gracias. We just take what we need. Yes, not more. Not more. Not more. I think we have enough. Enough. Yes. Look, they are very nice lemons. I asked him if you can take them. Yes. I don't know if it's legal for, but maybe we can find a bottle. A bottle? A bottle. Yes. We don't buy it. We just steal it. And if your parents come back, they say, oh, who took all the wine? No. No? No, they really don't care about it. Mm-hmm. Yeah. Okay. It's so good, huh? Mm. Really? Because I lived the whole week from these things. Mm-hmm. Yeah, really. I was just thinking about really what I was doing, so I yes. didn't matter yes. above the others. Mm-hmm. Probably yeah. if I did, I would be a bit embarrassed. There are the things which come from Mother Earth, and we don't give them value. And yes. so we gave them value. It's interesting because a lot of people think when they buy something very expensive, then, wow, they're so important. Yes, right? Yes. So if you just don't pay for it, it's not yes. kind yes. of not yes. worth it. Yes, you know. This is a poor cauliflower because we didn't pay for it. In a shop? Okay, yeah. yes. It would be a serious cauliflower, but at the moment, I'm sorry, it isn't. Yes! Wenn ich ins Fernsehen soll, bin ich immer sehr nervös. Und ich habe auch schon manchmal wirklich den ganzen Abend vorher geheult, weil ich meine Nerven das nicht mehr ausgehalten habe. Also es ist so eine Angst vor Blamage. Ach so, wo? Da? Also meine Hauptangst ist, dass die Menschen sich lustig machen. Machen sie ja auch zum Teil über mein Leben. Das kann ich ganz gut aushalten. Wenn sie es mir jetzt direkt ins Gesicht sagen würden, dann wäre es schon schlimm. Ich möchte schon dahin kommen, dass es einfach alles natürlich ist. Warum muss das alles perfekt sein im Fernsehen oder überhaupt? Warum muss immer alles perfekt sein? Muss ja gar nicht. Sie chiama Heide Marie Schwärmer. Voglio partire dall'inizio, perché poi lei ha scritto anche un libro, Vivere senza soldi, che faccio vedere subito, però ne parleremo dopo. Lei quanti anni fa ha deciso di cambiare decisamente la sua vita? 13 anni fa ho deciso di vivere senza denaro. La domanda però che le voglio fare subito, anche se è provocatoria, lei è entrata molto elegante, con un suo stile così. Il vestito che indossa l'avrà dovuto comprare da qualche parte? Ich habe nichts gekauft. Io non ho comprato un bel nulla, perché io ricevo sempre tutto. La mia vita è fatta così. La mia vita è piena di meraviglie, quasi di miracoli. E tutto mi sta sempre bene. Adesso porto un vestito rosso. E all'improvviso vedo che qualcuno mi regala le scarpe rosse. Basta che io ci pensi e le cose accadono. Insomma, questa è quasi una magia, mi sembra. Però vogliamo crederci. Sì, però... Heide Marie, permettimi, mi permetta di insistere, dove dorme? Qual è la sua casa? Ha una sua casa?
Ich habe keine Wohnung. Io non ho né appartamento né casa. E non dormo nemmeno sotto i ponti. Sì, va bene, però insomma lei uscirà da questo studio televisivo, al di là di questa sera che ovviamente avrà un albergo perché sarà nostra ospite, e lei dovrà tornare in Germania e quindi avrà un posto dove dormire. Es ist schwierig für mich hier. Per me è difficile dirlo. Perché avrei bisogno anche di un bicchiere d'acqua. E lo facciamo subito arrivare, ci mancherebbe. Facciamo arrivare tutto quello che vuole. Vedi, anche in questo caso chiede e le viene dato. Ich wohne in diesen Häusern. Io abito in queste case. Che problemi? Qui. Dove vuole andare? Normalmente prendo le cose alla leggera e adesso qui non lo so, mi dispiace. Es war alles weg. Ich hörte immer nichts und dann, ich habe das noch nie gemacht, dieses Simultan. Und dann trocknete mein Mund aus. Dann dachte ich immer an meinen Schlitz hier. Ich gehe auch nicht, nur schrecklich. Also das war das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Naja, gut. Aber da kann ja keiner was dafür. Das kann ich halt auch nicht wissen. Ist ja alles normal. Und mir war das alles zu sehr Show. Das konnte ich, also ich war auch nicht ganz positiv dafür, ne, weil ich hatte plötzlich das Gefühl, solche Sachen will ich nicht mehr machen. Das will ich nicht mehr machen. Also Entertainment, das ist ja Entertainment. Und nee, es macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Die Folgen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise bekommen viele zu spüren. Aber wie so oft trifft es die Schwächsten am härtesten. UNICEF hat die Auswirkungen der Krise auf Kinder und ihre Familien in den armen Ländern untersucht. Dort nimmt die extreme Armut zu, Hunger und tödliche Krankheiten breiten sich aus. Diese Welt, so wie sie ist, die kann ich eben nicht aushalten. Und ich denke, dass das Geld, nicht das Geld, das ist ja nur Papier oder Münzen, aber ein Freund von mir sagt immer, die Geldlogik, die hat eben ganz viel dazu beigetragen, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und da runterzukommen, ist natürlich nicht einfach. Das Geld lenkt ab von dem Wesentlichen. Also dieses Miteinander und dieses Füreinander und aus dem Herzen handeln und nicht mehr drüber nachdenken, was kriege ich dafür. Jetzt ist Punkt, jetzt ist Schluss damit und jetzt kommt was Neues dran. Und da brauchen wir das Geld nicht mehr. Es klingt vielleicht zu einfach und zu idealistisch und zu schwärmerisch, aber ich glaube das, davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Weil das Leben viel, viel einfacher sein kann.